der ADAC Formel 4. Gespannt schaut man da bei der Prima Power Team Mannschaft. Was kann Schumacher da noch ausrichten? Es geht um die Halbzeitmeisterschaft. Mit 20 Zählern Rückstand müsste er gewinnen, um 25 Zähler einzufahren. Marsen wird punktelos bleiben, aber ich glaube, das ist nicht die oberste Zielsetzung. Oh, jetzt geht's noch mal durcheinander. Jetzt wird's noch mal wild, weil jetzt dreht man sich schon wieder hinter dem Safety Car, bevor das ganze Feld auf die Reise geht. Und das Safety Car fährt wieder rein. Jetzt wissen wir es nicht wirklich. Schumacher ist auf jeden Fall mal. Safety Car ist draußen geblieben. Jawohl. Oh, jetzt kracht's weiter. Jetzt, ja, das war mit Ansage. Jungs und Mädels, nehmt da raus das Tempo. Jetzt, das ist unglücklich. Sau ärgerlich. Und wir werden mit der roten Flagge das Rennen unterbrechen. Was ist passiert? Das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Die Folgen sind unangenehm gerade. Das Safety Car macht die Lichter aus. Alle kriegen das per Funk mitgeteilt. Und dann sieht es so aus, dass man das Tempo irgendwie rausnimmt. Das Safety Car braucht mehr Abstand. Und genau bei dem langsamer werden gab es einen klassischen Auffahrunfall im Bereich der Gegengerade. Und diverse Autos, die jetzt da gestrandet sind, rechts und links, haben sie entsprechend gesehen. Das ist echt unglücklich. Laxonen und Ortmann ineinander verkeilt. Und jetzt sieht man das nochmal. Ja, Flörsch verlangsamt da, das ist die 99. Da schert schon einer raus. Da fliegt der Frontflügel vor die Nase, weil die 7 da ein bisschen ungestüm war. Oliver Sonderström, der Schwede, für die Mannschaft von Mücke fährt. Ja, und dann sind wir schon wieder auf Start und Ziel. Das ist jetzt diese Einstellung. Da denkt man eigentlich, es geht schon wieder los. Auch Mick Schumacher hat schon überholt. Das war auch alles soweit in Ordnung, wenn das Safety Car eben reingekommen wäre. Und es ist Juan Manuel Correa, der trifft Ortmann. Der wiederum trifft Laxonen, beziehungsweise genau Laxonen in der 66. Und auch die 22 ist da involviert.